Dem alten Markt zur Kundgebung der Bürger für Stralsund. Als erstes wollen wir herzlich willkommen heißen unseren Nachbarn, allen, die hier sind. Und die erste Bitte, kommt alle mal bitte ein Stück nach vorne, ganz kommt hinten. Zu uns. Ganz hinten stehen noch viele, die reinkommen wollen. Und wir haben noch mal als erstes eine schlechte Ankündigung für euch. Wir beide sappeln euch jetzt noch 5 Minuten voll, weil wir haben ganz viele Nachrichten bekommen, dass die Parkhäuser voll sind und alle anstehen. Wir würden natürlich noch gerne warten auf die, die jetzt noch zukommen. Deshalb machen wir jetzt noch ein klein bisschen und erzählen euch, was wir mit unserem Programm heute hier machen. Ja. Ich freue mich natürlich ganz doll, dass ihr doch mehr als 150 Leute seid. Ja, yeah, Applaus! Auf alle Fälle. Schön, dass ihr hier seid. Wir begrüßen natürlich, so wie das mein Kollege schon gesagt hat, die Insel Rügen. Amo, hier ist Insel Hallo. Rügen. Wir begrüßen aus dem Umkreis Lubmin-Greifswald alle Angereisten. Und wer ist vom DAS? Mal die Arme hoch. DAS. Oh, DAS hier. Singst. DAS singst, alle hier. Und jetzt der totale Test. Hitten Sie? Wo ist Hitten Sie? Doch, einer mit dem Schiff. Wo? Ja? Oh, einer. Herzlich willkommen. Ja, mit der Weißen Flotte wahrscheinlich. Mit der Weißen Flotte. Ja. Aber nicht kostengünstig, ich sag's dir schon mal. Dann haben wir natürlich noch Demin Grimm. An der Bühne sind wir. Da. Jawohl. Schön, dass ihr hier seid. Und wir uns heute hier einfach treffen. Jörg, warum treffen wir uns eigentlich heute hier? Ich habe persönlich die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll. Jeden Tag irgendetwas anderes, jeden Tag eine neue Lösung, ein neuer Weg. Was bist du, ein Netto-Steuereinzahler? Ja, ich zahle einfach nur. Ich bin auch ein Netto-Steuereinzahler. Ja. Und es gibt denn ein Entlastungspaket? Das erste, das zweite, das dritte. Da haben die mich wieder vergessen. Schon wieder? Schon wieder vergessen. Das ist verrückt. Ich dreh durch, ja. Es gibt also für viele, gibt es viel oder doch nicht so viel, weil so viel Geld ist das auch nicht. Nee. Ist das Augenwischerei, wenn ich sage, du kriegst 300 Euro, aber 150 Buto. Gibst du mir, 150 gibst du mir davon wieder ab? Natürlich, müssen ja alle von leben, ja. Oder? Logisch. Und sei glücklich. Bin ich. Dankeschön dafür. Ja. Also ich zahle hinterher nochmal 3.000, weil es rund ist alles so. Das passt schon zusammen. Okay. Also nochmal kurz zum Ablauf. Wir schwelgen ab in unserem Floskeln. Also wir werden heute Folgendes tun. Wir haben eine Rednerliste von 12 Leuten, die eigentlich mitten im Leben, so wie ihr mitten im Leben steht und die heute hier sich mal richtig Luft machen wollen. Wir werden das Stück für Stück anmoderieren, wer das ist. Und dann hat jeder so 2-3 Minuten Zeit. Wir wollen euch nicht totlangweilen. Aber es muss alles das, was gesagt werden muss heute hier gesagt werden und wir werden euch noch ganz genau sagen, welche Ziele wir hier mit dieser Veranstaltung heute verfolgen und was wir machen wollen. Denn wir haben die Schnauze voll. Genau, wir können ja schon mal ein bisschen ausholen. Wir haben Bürgermeister hier, wir haben die Mittelstandsvereinigung hier, wir haben Leute, die im Gewerbe arbeiten, wir haben eigentlich alle hier, wir haben normale Angestellte hier, die sprechen wollen, wir haben Leute hier, die einfach mit den Kosten nicht mehr zurande kommen. Egal, wie sie arbeiten, egal, wie sie schuften, immer wieder Schrauben nach oben und die kommen nicht mehr mit den Kosten klar und sie wollen heute sagen, dass es nicht so weitergeht. Ich möchte mich bei allen Unternehmen hier im Umkreis bedanken, die heute um 17 Uhr Feierabend gemacht haben und ihren Kollegen die Möglichkeit gegeben haben, heute hier in Stralsund auf den alten Markt kommen zu können. Danke an alle Unternehmer, die so einsichtig sind. Denn es ist scheißegal, ob wir links sind, ob wir rechts sind, ob wir Frauen sind, ob wir Männer sind, ob wir Kinder sind, ob wir schwul sind, ob wir lesbisch sind, ob wir hetero sind. Nein, wir sind Menschen. Und wir sind heute hier, so wie in der Verfassung es drinsteht, uns unsere Würde als Menschen hier wieder zurückzuholen. Bürger dieses Landes sind wir. Denn alles, was gemacht wird, es ist alles nicht so schlimm. Da noch ein Vorschlag, da noch ein Vorschlag. Wir haben eine Verfassung. Und da steht eindeutig drin, die Menschenwürde ist unantastbar. Und das gilt auch für Energie, für irgendwelche ausgedachten Gasumlagen. Was soll denn das? 18,5 Millionen Netto-Steuereinzahler werden hier zur Kasse gebeten. Natürlich sind wir mehr Steuereinzahler. Es sind ungefähr, ich sag mal, 30 Millionen. Aber wir bezahlen ja schon
die Behörde, die Polizei, die Feuerwehr, die wird ja von diesem Steuergeld bezahlt. Also bleiben wirklich 18,5 Millionen Steuereinzahler, die für das ganze Zeug hier aufkommen. Und dann kommen sie mir noch und sagen, eine Gasumlage. Ja, womit verdienen die alle bei der Energie eigentlich Geld? Denn wer sich in Kalkulationen auskennt, es wird doch kalkuliert und da wird auch der Gewinn einkalkuliert. Also warum muss ich mit meiner Gasumlage jetzt diesen Gewinn noch weiter erhöhen? Wo sind wir denn hier eigentlich? Und da wir schon beim Dankeschön sagen waren, wir möchten auch durch Danke sagen an Ronny Poge. Ich weiß, für mich ist kein Begriff, aber montags gibt es ja immer diese Demo. Und Ronny Poge hat sie jetzt die ganze Jahre durchgehalten und hat alles mit ankündigt. Hat immer sich und auch ein Danke dafür, dass er das so macht, seine Freizeit opfert und sich hier für die Belange einsetzt. Auch heute Abend eine Menge von Ihnen hier. Also herzlichen Dank nochmal an Ronny. Auch natürlich die dort mitlaufen, die seit 2 Jahren jetzt schon mitlaufen um 18 Uhr. Ich glaube, der Treff ist montags immer neu, nicht mehr am Hafen, sondern beim Theater. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, es ist bald wieder soweit und zwar, es ist bald Sonntag. Wir haben diese Woche noch einen Sonntag. Und was könnte man da machen? Vielleicht nach Lubmin. Ja, ich weiß nicht, wer letztes Mal in Lubmin war. Es war eine fantastische Veranstaltung und es waren auch viele Leute da und ich denke mal auch, es wird an diesem Sonntag um 14 Uhr geht's da los, wieder eine fantastische Veranstaltung. Wir freuen uns drauf, ich freue mich drauf und wahrscheinlich werden wir viele dort wiedersehen. So sieht's aus. Und darum geht es jetzt zum Schluss auch und das muss man ganz klar sagen, wir müssen heute hier uns bewusst sein und uns wichtig zu Augen führen, wir müssen unsere Energie bündeln, uns Menschen bündeln, wir müssen alle zusammen, alle das gleiche Ziel haben, alle zusammen für die gleiche Idee, wir müssen dafür sorgen, dass diese Regierung nichts mehr zu sagen hat. Thomas. Ich würde sagen, wir wollen das jetzt nicht weiter herausspannen. Wir haben jetzt nochmal 6 Minuten gewartet. Für alle, die jetzt noch vor den Parkhäusern stehen, tut es uns wirklich leid. Wir würden jetzt mal ein bisschen das anders organisieren. Wir würden jetzt mit der Rednerliste beginnen. Und zwar würde ich gerne vorstellen, Thomas Haag, es ist unser Vorsitzender, unser Wählerverein und Bürger für Stralsund. Seid ewig dabei. Und er ist eigentlich der, der heute Abend hier eingeladen hat, mit uns zusammen.